Seit 2,5 Jahren herrscht in Syrien ein erbitterter Bürgerkrieg, der laut Angaben der UN inzwischen über 100.000 Menschenleben gefordert hat. Ein Ende des komplizierten Konflikts ist derzeit nicht in Sicht. Wie es dazu kam und welche Entwicklung es gab, wollen wir euch jetzt erklären. Willkommen zum Was geht ab Background-Check zum Thema Syrien. Zum Einstieg erstmal ein paar allgemeine Infos. Geografisch liegt die Arabische Republik Syrien in Vorderasien. Grenzt an den Irak, den Libanon, Israel, Jordanien, die Türkei und das Mittelmeer an. Syrien hat etwa 20 Millionen Einwohner. Seit Beginn des Bürgerkriegs sind bis jetzt mehr als 1 Million Syrer aus dem Land geflohen. Ein weiteres Viertel der Bevölkerung ist laut UN-Schätzung innerhalb Syriens auf der Flucht. Seit 1971 regiert die Familie Assad mit der arabisch-sozialistischen Baath-Partei das Land. Hafiz, der Vater des heutigen Präsidenten Bashar Assad, kam damals durch einen Putsch an die Macht und schaffte es, Stabilität in den Vielvölkerstaat Syrien zu bringen. Nach seiner Ausbildung an der syrischen Militärakademie wurde Bashar Assad, der ursprünglich in London Medizin studiert hatte, 1994 Kommandant der Präsidentengarde und Generalsekretär der regierenden Baath-Partei. Als Hafiz Assad im Jahr 2000 starb, trat sein Sohn Bashar das Amt als Präsident und als Oberbefehlshaber des syrischen Militärs an. 2007 wurde er in einer Volksabstimmung ohne Gegenkandidaten für weitere 7 Jahre in seinem Amt bestätigt. Sämtliche Schlüsselpositionen in der Regierung unter Assad sind übrigens mit der religiösen Minderheit der Alawiten besetzt, der auch die Familie Assad angehört. Die Mehrheit der Aufständischen gehört hingegen den Sunniten an, die 71% der Bevölkerung ausmachen. Am 15. März 2011 fanden erste Proteste gegen die Regierung unter Präsident Assad statt. Auslöser war das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen 14 syrische Schüler, die regimekritische Parolen an eine Hauswand geschrieben hatten. Angetrieben vom Geist des arabischen Frühlings, der in Tunesien, Ägypten und anderen Ländern bereits im vollen Gange war, gingen hauptsächlich Studenten auf die Straße. Sie forderten die Freilassung der Jugendlichen und das Abdanken des Präsidenten. Die Proteste waren zunächst friedlich. 2 Tage später verschärfte sich die Situation, als Sicherheitskräfte auf die unbewaffneten Demonstranten schossen und mindestens 5 von ihnen töteten. Bis Ende März schlossen sich immer mehr Protestler an und die Demonstrationen weiteten sich über das ganze Land aus. Tausende Demonstranten wurden von der Polizei in teilweise brutalen Ausschreitungen in Gewahrsam genommen. Schon in der 2. Protestwoche wurden 55 Todesopfer vermeldet. Assads Regierung reagierte auf die anhaltenden Proteste mit diffusen Reformversprechungen und verstärkte gleichzeitig die Gewalt gegen die Demonstranten. Doch die Proteste hörten nicht auf, immer mehr Menschen gingen auf die Straße und wehrten sich gegen den autoritären Regierungsstil. Ende März wechselte Assad schließlich sein Regierungskabinett aus und stellte Neuwahlen in Aussicht. Da jedoch die Unruhen im Land anhielten, veranlasste er Mitte 2011 die Abstimmung für ein Verfassungsreferendum. Bei so einem Referendum werden für gewöhnlich Teilbereiche oder gleich die gesamte Verfassung revidiert und im Volk neu darüber abgestimmt. Trotz einiger Zugeständnisse ermöglichte auch die neue, verbesserte Verfassung Assad weiterhin uneingeschränkte Vorrechte. Außerdem durfte Assad erneut als Präsidentschaftskandidat antreten, obwohl die Amtsperiode theoretisch auf 14 Jahre begrenzt war. Nach der umstrittenen gewählten Verfassungen flammten die Straßenschlachten wieder auf und nahmen immer mehr bürgerkriegsähnliche Zustände an. Anonyme Bombenanschläge rissen derweil hunderte Menschen in den Tod und führten zur weiteren Destabilisation der Lage. Das syrische Staatsfernsehen machte dafür Al-Qaida verantwortlich. Als Reaktion auf die Brutalität und die Unfähigkeit des Regimes, auf die Forderungen der Bevölkerung einzugehen, gründeten Abtrünnige aus Assads Armee im Juli 2011 die Freie Syrische Armee. Obwohl sich die Größe des syrischen Militärs im Laufe der Ausschreitung fast halbiert hatte, war es den oppositionellen Truppen weiterhin klar überlegen. Ende Februar 2012 versuchte der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan als Sondergesandter zu vermitteln. Er forderte in Gesprächen mit Assad ein Ende der Gewalt. Nach anfänglicher Gesprächsbereitschaft und Akzeptanz einer vorläufigen Waffenruhe stellte Assad die Verhandlungen im April jedoch erneut in Frage. Am 14. April 2012 ernannte er sein neues Kabinett. Wieder bestand es bis auf wenige Ausnahmen aus Angehörigen von Assads Partei. Auch Neuwahlen des nun freien Parlaments im Mai 2012 änderte nichts an dem Unmut der Bevölkerung. Wieder erhielt die Baath-Partei, die nun mit verschiedenen Blockparteien vereinigt war, 168 der 250 Sitze. Die Unruhen setzten sich auch nach der Wahl fort. Sowohl die Arabische Liga als auch die internationale Gemeinschaft versuchen seit Beginn der Ausschreitungen vermehrt durch Sanktionen Druck auf Assad auszuüben. Bereits seit Oktober 2011 bemühte sich der UN-Sicherheitsrat in 3 Resolutionsvorschlägen, eine offizielle Ächtung des Assad-Regimes zu bewirken. Doch das scheiterte stets an den Vetos der syrienfreundlichen Mächte Russland und China. Diese wollten so nicht zuletzt verhindern, dass andere Westmächte in den Konflikt eingreifen und sich das Kräfteverhältnis der Region in Richtung Westen verschiebt. Im Mai 2012 kam bei einem Massaker in der Stadt Hula mehr als 100 Menschen ums Leben, darunter 49 Kinder. Daraufhin wiesen mehrere Länder, auch Deutschland, syrische Diplomaten aus. Auch die Syrien bisher zugeneigte Türkei verwies syrische Diplomaten des Landes. Inzwischen war es der wachsenden freien syrischen Armee gelungen, mehrere Gebiete des Landes einzunehmen. Seit Juli 2012 flog die syrische Armee fast täglich Luftangriffe gegen die Rebellen, wobei starke Verluste unter der Zivilbevölkerung in Kauf genommen wurden. Die Human Rights Watch
Watch prangert an einem Bericht unter anderem den Angriff mit Brand- und Streubomben gegen ein Krankenhaus an. Amnesty International sprach in einem Bericht vom März 2013 jedoch nicht nur von Verbrechen des Regimes. Auch Rebellengruppen seien an Tötung und Folter von Zivilisten beteiligt. Die Forderung nach einem Eingreifen der internationalen Gemeinschaft wurde stetig lauter. Um ein Wettrüsten der Parteien zu verhindern, beschloss die EU ein Waffenembargo gegen Syrien. Währenddessen lieferte Russland weiterhin Waffen an Syriens Armee aus. Einige Nationen wie Großbritannien und die USA sprachen sich derweil öffentlich für die Unterstützung der Rebellen aus. Im Mai 2013 lockerte die EU schließlich das gegen Syrien verhängte Embargo. Einige Länder, darunter Großbritannien und Frankreich, beschlossen daraufhin, die Rebellen mit Waffen und Hilfslieferungen zu unterstützen. Die USA lösten ebenfalls einige Handelssanktionen gegen Syrien, um die Rebellen beim Wiederaufbau der befreiten Zonen zu unterstützen. Russland, der Iran und andere arabische Länder hingegen sprachen sich weiterhin für die Unterstützung des syrischen Präsidenten Assad und seiner Regierung aus. Gleichzeitig warnten sie die westlichen Länder vor einer unüberlegten Intervention. Die Fronten zwischen Syrien und Nachbar Türkei verhärteten sich endgültig, nachdem die Regierung Erdogan Syriens Geheimdienst für einen Doppelanschlag in einem türkischen Grenzdorf verantwortlich machte. Durch die Kämpfe, aber auch die vom Ausland verhängten Handelssanktionen stehen Industrie und Landwirtschaft inzwischen fast komplett still. Die Hauptlast trägt noch immer die Zivilbevölkerung. Monatlich sterben weiterhin mehrere tausend Menschen, darunter viele Frauen und Kinder. Der aktuellste Streitpunkt ist der Einsatz von Chemiewaffen, der hunderte Menschen das Leben gekostet hat. In der Umgebung der Hauptstadt Damaskus wurde im August Giftgas eingesetzt. Oppositionelle und internationale Presse machten zunächst die syrische Regierung dafür verantwortlich, die bestritt aber jede Beteiligung. Am 24. August bestätigte Assads Regime erstmals den Vorfall. Ihren Aussagen nach waren es aber die Rebellen, die das Giftgas eingesetzt hatten. Vor Ort untersuchte eine UN-Expertenkommission, ob und in welchem Maße Chemiewaffen eingesetzt wurden. Seit dem Vorfall häufen sich widersprüchliche Aussagen. Dies erschwert eine objektive Beurteilung der Lage. Ende August gab US-Präsident Obama bekannt, dass man auf den Einsatz von Chemiewaffen mit militärischen Mitteln reagieren würde. Ein amerikanischer Militärschlag stand kurz bevor. Allerdings konnte man sich im UN-Sicherheitsrat nicht auf eine entsprechende Resolution einigen. Das lag vor allem an den erneuten Vetos von China und Russland. Der russische Präsident Putin schlug dann jedoch ein Ultimatum vor, zu dem Syrien alle Chemiewaffen offenlegen und vernichten sollte. Kurz vor knapp wurde ein entsprechender Bericht der syrischen Regierung vorgelegt und ein Militärschlag dadurch vorerst abgewendet. Die UN bearbeitet momentan eine weitere Resolution, welche die zukünftige rechtliche Vorgehensweise im Konflikt festlegen soll. Wie sollte die internationale Gemeinschaft mit dieser Situation umgehen? Wann ist der Zeitpunkt für ein militärisches Eingreifen endgültig gekommen? Eure Meinung in die Kommentare. Wie immer gibt es da drüben zwei weitere Videos und unter mir könnt ihr abonnieren. Hier geht's zu Textkalibur für den inneren Nerd und ganz unten Facebook, Twitter und Co. Das war der Was geht ab Background Check zum Thema Syrien. Bis dann.